Sei es TikTok, Instagram oder YouTube, die sozialen Medien sind voll von Bildern aus Palästina. Das Leid unserer Geschwister macht uns betroffen und versetzt die Umma weltweit in Aufruhr. Die Muslime bekunden ihre Unterstützung für Gaza, organisieren Demonstrationen und prangern das Unrecht an. Sie fordern eine islamische Lösung für diese schwere Situation. Doch inmitten all dieser Rufe nach Gerechtigkeit hört man auch Stimmen, die ihren Einsatz für unsere Geschwister beschränken. Sie sagen: Bruder, du willst dich für die Muslime in Gaza einsetzen, aber das bringt alles nichts. Gaza wird nicht befreit werden, solange die Moscheen beim Fajr-Gebet leer sind. Diese Aussage klingt im ersten Moment nicht falsch. Schließlich ist das Beten vom Fajr in der Moschee eine vorzügliche Handlung, die Allah liebt. Aber ist das die richtige Einstellung, die der Islam von uns fordert? Auf dieser Welt läuft nicht zufällig ab. Schließlich hat Allah subhanahu wa ta'ala die Welt mit Regeln und Gesetzen erschaffen. Wenn wir auf eine Unterstützung hoffen wollen, dann müssen wir auch die entsprechenden Regeln beachten. Stell dir vor, du hast Geldprobleme und fragst einen Freund nach einem Ratschlag. Dein Freund erzählt dir: Mach Dua und bete Fajr in der Moschee, dann schickt Allah dir Geld. Bleib einfach sitzen und warte auf dieses Wunder. So ein Ratschlag würde niemand von uns akzeptieren, denn es ignoriert die Gesetze auf dieser Welt. Nein, vielmehr mach Dua, bete und halte Ausschau nach einer Arbeit oder einer anderen Geldquelle. Stell dir vor, du hegst den Wunsch zu heiraten. Auch hier bleibst du nicht einfach sitzen und belässt es bei der Dua. Nein, vielmehr erklärst du zusätzlich Freunden und Familie, dass du heiraten willst und erkundigst dich aktiv, damit eben Allah deine Dua erfüllt, wenn er subhanahu wa ta'ala will. Das war zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht anders. Der Gesandte hat zusammen mit seinen Gefährten nicht nur gebetet, sondern auch Allahs Naturgesetze und Regeln beachtet und ist diesen nachgegangen. Genau so verhält es sich mit gesellschaftlich-politischen Angelegenheiten auch. Diese werden auch von Menschen beeinflusst und Allah subhanahu wa ta'ala veranlasst auch hier nur dann eine Veränderung, wenn die Menschen sich für eine gesellschaftliche Veränderung bemühen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, genauso wie die Dua und das Gebet. Denken wir denn, Allah wird durch ein übernatürliches Wunder die Besatzer zurückschlagen und Gaza befreien? Denken wir, Allah wird den Menschen dort vom Himmel ein Militär und Hilfspakete fallen lassen? Für den Sieg Allahs war es auch nie notwendig, dass wirklich jeder betet und am Islam festhält. Wusstest du, dass bei der glorreichen Ankunft des Propheten sallallahu alaihi wasallam in Medina sogar Feinde des Islam dort lebten? Ja, selbst während der islamischen Herrschaft des Gesandten gab es Heuchler unter den Muslimen, denen Islam missachteten. Trotzdem war die aktive Dauer des Propheten sallallahu alaihi wasallam und der Sahaba ausreichend, um die Gesellschaft islamisch zu beeinflussen und zu verbessern. Ich denke, kein Muslim würde widersprechen, wenn wir sagen, der Islam ist die Lösung. Schließlich würde uns Allah niemals zum Sieg verhelfen, wenn wir nicht am Islam festhalten. Doch die entscheidende Frage ist: Was bedeutet am Islam festhalten? Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Und unter euch soll es eine Gemeinschaft geben, die zum Besten aufruft, das Rechte gebietet und das Verwerfliche verbietet. Jene sind es, denen es wohl ergeht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Bei dem, in dessen Hand meine Seele ist. Entweder ihr gebietet das Gute und verbietet das Schlechte, oder Allah wird euch bald eine Strafe schicken, dann werdet ihr Allah bitten, aber er wird euch nicht antworten. Hier verdeutlicht der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dass die Dua von Allah subhanahu wa ta'ala nicht beantwortet wird, wenn wir uns von einer anderen Pflicht entfernen, nämlich das Gebieten des Guten und das Anprangern des Schlechten. Gebet und Dua sind zweifellos wichtig, aber wir dürfen uns nicht auf sie beschränken, denn sonst würden wir einen wichtigen Teil des Islam vernachlässigen. Möge Allah uns davor bewahren.